Hey Kinders, was geht bei euch? Willkommen zum aktuellsten CSGO Overwatch. Mal wieder auf Mirage, um Gottes Willen. Ich würde mir echt wünschen, dass man eine Map zumindest entwählen könnte, dass man die nicht mehr bekommt oder erstmal nicht mehr so schnell. Wir kriegen ständig Mirage im Overwatch, das fuckt echt ab. Aber egal, wir schauen mal, was er so treibt, der nette Herr Suspect. Wie sieht's denn mit den Städterinos aus? 2-4, okay, Alpha geht ganz schön ab. Er hingegen mit 2-4 ist ziemlich low-bobbig am Start. Okay. Kann man mal machen. Da hinten wird geballert. Man hört das ziemlich stark von, auch von hier. Also er muss wissen, wo sie stehen. Beziehungsweise, dass da zumindest Action ist. Ich denke, die Mates schreien auch und sagen an, wo die Gegner stehen. Wow. Er ist echt ultra langsam. Er ist furchtbar langsam. Oh. Und er hat da schon mal durch die Wand auf ihn drauf geaimt. Könnte auch Zufall gewesen sein, aber ich vermute hier schon mal so eine kleine Vision Assist Geschichte bei ihm. So, pass mal auf, A kommt niemand. Jetzt guck mal, wie defensiv oder aggressiv er geht. Ich glaube, dass er sie komplett durch die Wand sehen kann, alle. Also er hat gerade eben so richtig so, oh, die sind alle auf Mitte, muss ich aber hin. Also ich denke, da können wir schon ziemlich sicher sein, dass da ein Vision Assist am Start ist. Aber wir schauen noch weiter. Na? Er geht jetzt komplett auf B. Sein Aiming ist halt auch echt grandios, sein Crosshair-Placement, ne? Durchgehend auf dem Boden glotzen. Gut, es wurde eben geöffnet, das wusste er. Weiß nicht, ob er den gehört, gesehen oder durch die Wand gesehen hat. Das hier, also wie sie spielen, ist es maximal Gold 4. Ja, guck mal, wo er hinguckt. Er stellt sich offen hin, also sichtbar offen. Den einen, egal ob Warlock oder nicht, den hat er ja gesehen, dass er auf einen auf Short steht. Und er geht ganz, ganz offen hin und knallt ihn unten auf Lower Mid ab. Also er macht hier wieder das Gleiche. Aber jetzt sieht er vielleicht, dass da einer... Wow. Gut, also ich denke, hier ist auf jeden Fall der Vision Assist am Start. Da kann man, das kann man nicht mehr doubten. Er zeigt das sehr, sehr offen. Auch den da unten snackt er sich jetzt gut. Der hat jetzt geschossen, wurde vom Mate gesehen. Aber auch den nächsten hat er drin. Und am Schluss auch noch immer dieses leichte Dit-Dit, diesen schönen Headshot, den er hinbekommt. Naja, aber gut, mit einem Wallhack wirst du halt auch als Kackvogel. Kannst du recht erfolgreich Kills machen. Weil du einfach weißt, wo sie sind und schon mal pre-aimen kannst. So wie das jetzt auch. Der war eigentlich komplett unbekannt, aber er hat dann schon mal hingeaimt und auch draufgeballert. Das heißt, ich denke nicht nur, sondern ich weiß, da ist ein Vision Assist am Start. Er geht jetzt ganz alleine auf B, drückt sich hier durch das Fenster durch, sagt bloß, du schießt jetzt da oben durch. Jetzt mach's nicht. Er zeigt uns seinen Reiskornschniedel. Er drückt ihn in die Kamera und sagt, guck mal, wie behindert ich bin, schau mal. Wie minderwertig ich bin, guck doch mal. Also ich denke, da gibt es überhaupt keine Zweifel, dass ab jetzt wird niemand mehr an diesem Vision Assist zweifeln. Er kann durch die Wände schauen. Und, versteckt ist noch nicht, weil er zeigt uns so richtig, was los ist. Den hat man jetzt eben auch kurz steppen gehört, aber nichtsdestotrotz, ja. Vision Assist ist da am Start. Jetzt müssen wir noch kurz den Aim Assist, falls er vorhanden ist, affirmen. Ich weiß nicht, ob wir das schon confirmen können. Also, es ist sehr, sehr schlimm, wie er aimt, also wie er auf den Boden aimt und sowas. Das war's schon. What the fuck? 4 Minuten! Also ich meine, dass da vielleicht auch noch was mit dabei ist. Manchmal für sein Aiming, für sein Movement, für seinen ganzen Kack war er dann doch recht gut auf den Leuten drauf. Aber ich kann hier nur Vision Assist drücken, sicher. Und da habe ich jetzt zu wenig gesehen. Was ist denn das bitteschön für ein Overwatch? 4 Minuten. Das nächste ist schon wieder am Start. Das ist irgendwie lächerlich. Naja, was soll ich machen? Schweiner! Rein, Leute. Vielen Dank fürs Zusehen. Jetzt kommen noch die Gewinner des letzten YouTube-Giveaways. Und zwar haben gewonnen Andreas G., Skullduggery, Kampfkrümel, Big Mac ohne Fleisch und Rishiko Hassan. Schreibt mich einfach hier unter dem Video an. Also schreibt sowas wie, oh, ich habe gehört, ich habe gewonnen. Sehr schön. Und dann frage ich euch nach eurem Trade-Link. Also bitte jetzt noch keinen Trade-Link posten. Vielen Dank. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.